Die HSG Twistetal hatte am Wochenende in der Handballbezirksoberliga alles im Griff. Mit 34:23 schickte man die GSV Eintracht Baunatal 2 auf die Heimreise. Wetekamps Jungs spielen eine klasse Saison und belegen Platz 2. Mit der Drittligareserve aus Baunatal kam der Tabellenfünfte in die Mehrzweckhalle Mühlhausens. Es hieß also von Beginn an hellwach sein. Einem 5:4 folgte das 8:7. Die Gäste blieben zu diesem Zeitpunkt dran und bewahrten ihre Chancen auf die Topplätze der Liga. Doch in der Folge ließ das Team von Robin Führer stark nach. Eine schlechte Chancenauswertung, wie hier durch Norman Hickisch, und ein glänzend aufgelegter HSG-Keeper Patrick Fingerhut sorgten für einen 4-Tore-Abstand. Vor allem in den letzten 5 Minuten vor der Halbzeitsirene setzte bei der Gäste 7 eine akute Schläfrigkeit ein. Das war die entscheidende Phase der Partie. Twistetal machte innerhalb weniger Minuten 6 Treffer und enteilte von 13:9 auf 19:10. Mit einer enormen Abschlussfreudigkeit spielte sich der quirlige Johannes Happe in diesen Minuten in den Mittelpunkt. Auch in den zweiten 30 Minuten ließ Twistetal nie den Eindruck entstehen, hier könne noch was anbrennen. Es war schon lange ein Klassenunterschied auszumachen. Beim Stand von 27:13 baute Coach Wetekamp so langsam die zweite Garde ein. Hier brillierte Neuzugang Markus Weber mit klasse Rückraumtreffern. Ein gutes Ausnutzen von Überzahlgelegenheiten durch Zeitstrafen des Gegners und eine effiziente Verwertung von Tempo-Gegenstößen sorgten für einen letztlich nie gefährdeten 34:23 Erfolg. Nun sind es noch 3 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter HSG Fulda.